7 Uhr morgens in Deutschland. Das pure Leben. Wir drei fahren jetzt zum ADAC Oldtimer-Rennen. Rallye, nicht Rennen. Und gucken mal, was wir da heute alles absahnen können. Nur erste Plätze. Oder ob wir das nur überhaupt überleben. Oder ob die uns wieder nach Hause schicken. So, jetzt geht's los. Karre wird gleich getankt und dann gucken wir uns das mal an. So, jetzt müssen wir unser Teilnehmerschild einmal dran machen. Wir haben gerade schon schön gefrühstückt. Und Ronny montiert jetzt unsere Starternummer 123. Könnt ihr euch schon mal merken? Zum Anfeuern. Dann steht nämlich hinten auf Platz 1. Wir brauchen noch einen Seitenschneider, wenn nicht schlecht. Habe ich nicht. Hast du nicht, das ist auch schlecht. Kannst du mal einen fragen? Einer von den Motorradjungs hatte gerade einen. Von den Motorradjungs hatte einen? Ja. Dann werden wir den mal brauchen, denke ich. So, wir zeigen euch mal ein bisschen was hier so rumsteht. Also hier stehen echt ein paar schöne Exemplare rum. Also Mustang, Käfer, Alpha, auch ein Starter als Benz, sehr schönes Modell, 190er, damit fahren wir ja auch. Käfer, schöner Golf 1, also wirklich, wirklich tolle Autos dabei. Ist natürlich auch toll, wenn die Türen so runterfahren kann. Schon echt fein. Alte Opels. Oh, ein Kadett B, Kiem Coupé. Sehr schön. Mit Ölkühler dabei. Zwei historische Citroën. BMW ist alles dabei. Das ist herzbegehrt. Golf 2 GTI. Das A-Team. Das A-Team ist auch hier. Schön verbastelter Opel Manta A. Auch was ganz Feines. Ein Subaru. STI WRX. Also es ist wirklich für alles was geboten. Ob groß oder klein. Naja, das mit dem Borussia, ne, muss man nicht machen. Da gibt Abzug in der B-Note. NSU. Auto Union, also vor Audi. Opel Rekord. Das ist ein richtiges Schlachtschiff. Das ist auch was ganz Seltenes hier. Also es wird gleich noch besser. Bad Boys, Bad Boys. Der Typ ist wichtig. Aha. Gleich geht's los. Einfach mal so mega Schlachtschiffe, ne? So, wir sind gerade in Vorbereitung, wie man sieht. Ich kümmere mich um die Vorbereitung und die anderen beiden. Streckenkunde. Und man sieht auch hier super vorbereitet, wie wir sind. Wir machen das natürlich im Auto und während der Fahrt nicht, wie die anderen halt vorher. Müssen wir ja auch nicht. Wir schaffen das auch so. Wir werden die alle wegfegen. Komplett wegfegen. Wir werden richtig untergehen. Oh nein. Ihr Kappenträger, ne? Damit ihr die Blätter nicht zeigen musst. Nein, damit ich nicht.
Ja, wie geil ist das denn? Opel Blitz. Mega schön. Ja, da war Opel noch gut. Ja, sogar. Einweisung kriegt man ja auch. Und Danke sagen natürlich an den Lions Club Feier vom Stein, der hier in Verbindung mit dem Hospizverein Borg sich für Frühstück und auch nachher für Kaffee und Kuchen das Ganze organisiert. Und für euch zur Info, die Überschüsse der Veranstaltung gehen komplett für noch gerade im baubefindlichen Borger Hospiz. Und ich denke mal, jeder, der so ein bisschen mit der Sache involviert ist und das vielleicht beim Familienkreis miterlebt hat, ist eine sehr gute Sache. Und die unterstützen wir jetzt schon im dritten Jahr. Und in den letzten Jahren sind da auch wirklich 6.000, 7.000 Euro schon zusammengekommen, wo wir wirklich gesagt haben, das ist eine karitative, sehr gute Geschichte. Und deshalb danke auch an euch und auch an den vielen, vielen Sponsoren, die im Programm helfen oder auch so sind, dass das unterstützt wird an den Lions Club und dem Hospizverein. Klassisch auch mit Toiletten, Rodel und Wackeldackel dabei. Es ist schön, dass diese Fahrzeuge hier uns präsentiert werden. Und wir haben auch hier ein 59er Baujahr. Also man hat damals so die Parklücken auch noch kriegen können. Und wenn man heute die ganzen SUVs sieht, also ich bin hier für diese Fahrzeuge, das ist schon toll. Und wenn man sieht, wir haben den ganzen Aufkleber, eure ganzen Teilnehmeraufkleber mit dabei. Und das ist toll, dass ihr immer allen die Treue haltet. Schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Guten Start! Missy Dixon und Franz Tenrock aus Waldrop mit ihrem Engine. Guten Start auf die Treue und den Steigen. Guten Start für euch heute. Guten Tag! E. Wir haben hier ein Fahrzeug mit 122 PS, wieder 2 Liter Maschine. Auch wieder eine herrliche Felge zu diesem Fahrzeug. Es ist ein Fahrzeug, wie man so sieht, das wird nicht jeden Tag zur Arbeit gefahren. Nein. Und der steht meistens im Wohnzimmer. Und das macht eben auch halt heute Spaß, wenn man ein eigenes Fahrzeug so ein bisschen streichen kann. Und Florian Morosinski aus Waldrop und Manuel Pinior sind hier. Mercedes-Botschafter heute auf dem Wege bis Münsterland und im Ruhrgebiet. Viel Spaß, ihr habt Klimaanlage. Da oben drauf, ne, habt ihr. Schnell genug fahren, Fenster runter, dann geht das. Gute Fahrt! So, der Start ist gemacht. Wir sind die ersten Meter da gefahren und direkt verfahren. Unser Navigator hat nichts drauf. Der hat nichts drauf, aber egal. Hör auf zu meckern. Wir sehen ja hier. Voll Kette! Sportmodus! Also die lustigen beiden mit den Tonsuren. Oh, war da ein Pizza-Fuck? Echt? Ciao! Keine Ahnung. Direkt geblitzt. 2 Minuten gefahren. Das ist hier Rentnerveranstaltung, du musst hier nicht rumfahren. Ich wollte als erster ankommen. Wenn wir schon eine halbe Stunde rückschneiden. Hier rein, hier rein. Hier? Kreuzkamm. Jung! Hey, vom Acker! Ah, scheiße, ich muss rausschneiden. Ja, wir müssen an Delfine, habe ich gehört.
So, wo sind wir jetzt? Kreuzkampf, Wald, das ist ja noch, ja, genau. Also auf jeden Fall lustig zu sehen von hier hinten. Ich finde gut, dass ihr keine Kappen auf habt. Halt die Fresse. Mega gut. So, den ersten Checkpoint haben wir geschafft. Wir haben uns leider vielleicht ein bisschen verfahren, man weiß es nicht. Wer erzählt das denn? Ja. Genau. Das lag am Beifahrer. Jetzt haben wir natürlich ein paar Fahrzeuge verloren und versuchen das wieder aufzuholen. Man sieht, wir haben jetzt einen 7er und einen TVR vor uns. TVR klingt auch ganz gut. Aber die beiden Tonsurmenschen wollen uns jetzt wieder nach vorne bringen. So, nächster Checkpunkt. Bin mal gespannt, was wir jetzt so machen müssen. Also wir müssen im Prinzip drei Umdrehungen fahren. Und ich bin mal gespannt, wie die Jungs das hinkriegen. Ja, unser Fahrer hat es leider nicht gepackt. Man muss jetzt sagen, wir sind zu weit. Hallo. Moin. Moin. So, also hier eine komplette Runde gleich fahren. Ja. Zeit fängt an zu laufen, ab da vorne, wo er jetzt ist, ab dem silbernen Aufsteller. Mhm. Endet hier vorne an dem zweiten Aufsteller für die erste halbe Runde. Ja. Zeit startet für die zweite halbe Runde und endet wieder an dem silbernen Aufsteller. Okay. Hinten zur Kollegin fahren. Unter dem gelben Sonnenschirm anhalten, da erst anhalten zum Eintragen in die Bordkarte. Okay. Okay? Was brauchen wir für eine Zeit? Oder ist das ist egal, die setzt ihr euch selber. Okay. Ihr setzt euch die Zeit in der ersten halben Runde und solltet die dann Möglichkeit in der zweiten bestätigen. Okay. Zeit identisch, null Fehler. Ja. Je weiter, je größer die Differenz, je mehr Punkte. Ja. Alles klar, super. Mist mal weg. Ja. Und los. Ich fahre mal ganz gemächlich, ne? Sonst Teilzeit verkehrt jetzt da. Ne? Ja. Zack, Felge im Arsch. So, und dann misst man. Und los. Das ist einfacher, langsamer, glaube ich, als jetzt schnell. Ne? Was haben wir jetzt für die erste Runde? 15 Sekunden, ne? Und? 17 Sekunden. Ja, und jetzt hätte ich eigentlich nochmal wegdrücken müssen. Ja, ich hab doch. Ist gut. Ist ein bisschen schnell, fahr langsamer, langsamer. Aber viel zu schnell, viel zu schnell. Wir haben noch 5 Sekunden auf der Uhr. Aber langsamer, 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 langsamer. Jetzt. Okay. Das ist eine Sekunde zu spät. Ja. Ist halt schwierig, ne? Aber wir sind mal gespannt. Ja. So. Hallo. Hallo. Also Gleichmäßigkeitsprüfung haben wir, glaube ich, einen Strafpunkt gekriegt, so wie es ausschaut, ne? Hört schon gut an. Ist gut? Ja, vorhin in der letzten Prüfung hätte es 3 gegeben, wenn es richtig verkackt war, also glaube ich, waren wir gar nicht schlecht. Das heißt im Endeffekt alles gut und jetzt geht's weiter. Die anderen dürfen noch in der Hitze brutzeln. Ja. Wir sind hier am schönen Haus Wenne, wunderschön mit dem kleinen Bach hier, schöner Burg Gröben. Also perfekte Location zum Heiraten. Männers, ihr müsst noch heiraten da vorne. Absolut, ja. Mhm. Mahlzeit! Dürfte ich bitten, Mahlzeit. Ja, kriegst du bei den passenden Stempel. Ah, das ist wunderbar. Bitte. Danke. Und auch einmal eine Ehrenrunde. Ja, passt aber auf diese Findlinge auf da. Alles klar. Danke. Also mit Gas rüber. Schön hier. Ja, wunderschön. Nächstes Heiraten hier, wir gehen zum
dann höre ich den Bus hoch. Ich bin jetzt schon wieder. Da wurde hoch. Super. Ja, super. Dann noch viel Spaß. Was ist das denn? Alle guten Dinge sind drei. Hauen Sie mir alle da rein. Okay, danke. Tschüss, ja. Ken. Ich hab's noch ein Video. Ich hab's noch. Kannst du ja ein Video drüber machen. Müssen wir geradeaus oder? Wir nähern uns der Mittagspause. Wir kriegen, glaube ich, jetzt den letzten Stempel, so wie es aussieht. Und dann geht es gleich zum Essen. Wunderbar, alles abgehakt, ja, hier. Passt rein. Hallo. Hallöchen. Mit Filmteam. So, bitte einmal vier Autos benennen, falls Sie noch was erkennen könnten. In 30 Sekunden. Tja. Ist nicht Ihre Zeit. Nee, nicht ganz. Das ist Cadillac. Wir sind alles deutsche Auto bis, alles Autos, deutsche bis Auto. Auf der erste. Und das ist auch der erste.
In 30 Sekunden, ne? Wir haben hier Mercedes. Was haben wir unten rechts? Was sagst du, Ronny? Mercedes ist richtig. Opel. Wo ist der Opel? 4. Nee. Das ist ein Opel. Ja, das ist ein Opel. Kneif mir mal die Augen zu. Das ist ein Ford, oder? Nee. Ja. Gut, dann das hier könnte Ford so ein Model T oder irgend sowas sein? Nee. A oder sowas? Nee. Pass auf, zwei habt ihr. Zwei haben. Ah, mein Arm. Topolino. Topolino. Opel, Mercedes, DKW. Opel rechts. Okay, ja. Nee, das hätten wir wahrscheinlich nicht bekommen. Zwei Punkte auf. Ja, danke. Das ist doch ganz in Ordnung. Okay. Ich glaub, Sie können hier links fahren zum Essen, ne? Ich glaube, auf die wären wir auch so nicht gekommen. Nee. Nein, es ist auch schwer. DKW habe ich schon mal gehört, dann hört es doch schon auf. Schimpfen mit meinem Mann habe ich schon gemacht, aber auf mich hört er nicht. Also, danke. Tschüss. Bisschen mehr die junge Generation fördern. Genau. So, jetzt sind wir Er hat doch gesagt, hier links essen, oder? Ja, genau. Was macht der denn jetzt hier vor uns? Nix, der schreibt da irgendwas. Fahr dran vorbei. Franjos Almhütte. Franjos Almhütte. Boah! Und, Junge! So ein Feuerball. Oh, BVB! Schon mal abzu. Bin nie der BVB! Ja. Zu der jungen Dame und dann das Sportbuch mitbringen und hier vorne abgeben. Ja, alles klar, danke. Ah, hier müssen wir das Hallo. Zack. Bam, bam. Guck mal, wie spät wir dran sind. Da vorne beim Porsche. Oder hier, nee, mach hier nicht. So, Mittagspause. Wir sind in einem schönen Restaurant zur Franjos Almhütte. Es gibt eine gute Auswahl an Spezialitäten. Bier, Schnitzelpommes, also in dem Fall Balkanart wahrscheinlich. Ne? Und der gute Deutsche ist natürlich Krautsalat. Ja, wollen wir mal ein Fazit ziehen für den ersten halben Tag? Also, top organisierte Tour. Ja, absolut gut. Richtig gut. Wetter ist natürlich bei 32 Grad ohne Klimaanlage sehr warm. Können 2 Grad weniger haben. Aber ansonsten, Auto läuft perfekt, gibt nichts zu meckern. Wir versuchen die Aufgaben zu lösen, so gut wie es geht. Wir sind immer noch der Meinung, wir sind das Spitzenteam Nummer 1. Ja. Mit Abstand. Oder? Ja. Werden wir am Ende sehen, aber wir sind der Meinung. Wir haben erst dank unseres Fahrers 2 Strafpunkte gekriegt, der sich wieder nicht an die Regeln halten konnte. Beifahrer. Yep. Ja. Die beiden Strafpunkte waren bei Fahrprüfung, also es kommt auf den Fahrer. Nein. Leider ja. Beim Ra. Mal. Ja genau, wir haben einen Strafpunkt bei 3 Radumdrehungen schätzen, Fahrer. Und einen Strafpunkt bei Strecke auf Zeit fahren, Fahrer. Die Stoppuhr hat der Beifahrer gehalten. Die wurde perfekt angesagt. Nein. Aber das habt ihr ja alles schon gesehen. Deswegen, meine Aufgabe ist nur einfach hinten zu chillen. Das habe ich bis jetzt mit hervorragender Arbeit getan. Wir müssen kein Fahrrad fahren. Jetzt rechts? Jo. Ja, warte mal. Ja, doch, hier rechts. Ja. Hallo. Hallo. Mhm. Nee, dann also Bild 1. Ja. Also nee, Bild 5 ist das, ne? Ja, Bild 5. So, fahr mal gerade. Wo ist denn? Ja, fahr doch da vorbei, fahr da rein. Oder? Ja. Nein. Ja, auch nicht. Alle auf abwägen. So, erste Aufgabe gelöst. So, halt mal wieder, sag mal, aber langsam, ich kann doch nicht schreiben. Bild 5. Alles klar. So, jetzt fährst du. Da durch. Genau, hier die Straße weiter und genau, dann fahren wir wieder auf die normale Straße. Das ist einfach nur, wir haben den Exkurs gemacht und das Bild aufgeschrieben. Und dann nach rechts einfach weiter raus. Ne? Genau, dann fahren wir nach rechts weiter raus. Fast 300 Tümpel hier.
Hier sieht so gut aus. Mitten auf dem Land sind wir gelandet jetzt hier. Zwei Stempel schon gerade wieder kassiert. Ja, sieht wieder ganz gut aus. Sieht ein bisschen langweiliger, ein bisschen weniger Aufschrieb aus von der zweiten Etappe, aber wir sind gut dabei. Die Fahrradfahrer machen hier Platz. Nicht. Aber wenigstens ballert der Planet von oben nicht. Jetzt links. Ist frei. Der Benz läuft. Ja, der durch Benz den Zauberwald. Schnurrt wie ein Kätzchen. Wie viel haben wir denn noch vor uns hier? Wir sind bei Platz 15. Bis zur 21 müssen wir kommen. Okay. Also sind schon gut wieder bei der Hälfte. Schon durch Findung? Nee, ne? Was hast du gesagt? Ist noch nicht Findung. Gibt es Störche? Da auch. Noch ein Storch, die Beine ist voll. Drilling und noch einer. Ich glaube, du musst mit Lena hier hin und dann musst du mal ran an die Milch. Ins Heu, genau. Ins Heu. Was ist denn hier los, Alter? Der hat die Olle einfach hier rausgelassen. Kannst du rechts dran vorbei. Was steht denn da so blöd? Na gut, der will. Nee, hau ab der mit deiner Tunkarre. Ja, läuft noch. Schäbige Kalabratze. Ja gut, du weißt ja nicht, weil Mutti vor dem Leben war, ne? Links? Ja, ja, mach mal. Pass auf, ja, Organspender unterwegs. Der Benz hat eine Straßenlage wie ein Omnibus. Er liegt wie ein Brettler, Mann. Besser wie jeder Ferrari. Ja. Danke. Ich bin nicht gegen Aqua Pocket geben. Tüske, ne? Wie viel Stimpels kam er denn jetzt? Wo lang, Steven? Ja, wir sind jetzt. Wo sind wir denn? Hier. Wir fahren geradeaus. Okay. Geradeaus? Schwelle des Todes. Oh. Da kommt nochmal so einer von. Jetzt kommt der Super Pursuit Mode. Markette. 190, 230, 280. Boah. Ja, das ist ja Wahnsinn. Junge. So ein Feuerball, Junge. Oh, Viper. So, jetzt links. Haben wir Stempel? Kann ich den Flyer mitgeben von uns? Jo, pack rein. Ja, nein. Ich nehme alles mit. Und einfach weiter geradeaus, den Bogen. Wir sind jetzt hier in Waldrup, ne? Wisst ihr Bescheid? So, jetzt fahren wir gleich mal auf das Podest. Schubst ihn mit dem Podest.
Modest, Modest, Anthony Modest, 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 Anthony. Vier Stück. Hinten auch zwei. Vorne. Schön, danke für das Holz. Bitte weiterfahren. Da war der Fall ja auch nicht alle aufgefahren. Alfa Romeo, Baujahr 1971. 103 PS, 1750 Zentimeter. Und hinten drin. Jetzt haust du aber auf den Kacke, jetzt haust du aber auf den Kacke, ne? Komm mal auf die Bühne, komm! Bitte. Kannst du das Ding noch runterlassen gleich? Ja, natürlich! Mach komplett runter. Guckt euch ganz heil. Ah, danke, danke schön. Aber wofür ist das denn? Damit wir über sowas drüber fahren können. Das ist ja Wahnsinn, und die legen jetzt nicht auf. Nee. Das ist aber nicht original, ne? Nein, nicht. Soll ich erklären, mal, komm. Nicht ganz, da ist ein Nachwuchsfahrwerk, Airbrush. Das ist natürlich über Luft, dann geht es dann rauf und runter. Sowas gab es zu der Zeit nicht, deswegen haben wir auch kein H-Kennzeichen. Immer eine ganz bescheidene Frage, wenn du da in der Disco mit vorfährst und da Ding mal rauf und runter machst, hat man dann Erfolg? Nee, ich gehe nicht mehr in die Disco, da fühle ich mich schon viel zu alt. Tanz für den Seniorentanz. Wenn du nicht mal mit uns vom Seniorentanz mit so einem Teil und gehst mit dem Arsch schon nach oben. Wahnsinn. Dann kannst du die Mutti direkt einladen. Ja. Ey, ich wünsche dir eine gute Weiterfahrt. Ja. Und wenn die dich hinten quälen, dann sag Bescheid. Aber vom Hund lassen wir die Scheibe oben. Bei den Typen lassen wir die Scheibe unten. Naja. BMW 3er Coupé. Aus Münster kommen die Herrschaften. Hallo, endlich mal einer mit dem Wackeldackel mal wieder. Haben wir wieder was zum Stempeln? Wie geht's euch gut? Ja. Hallo. Hallo. So, hier ist die Lichtschranke. Ja. 50 Meter in 12 Sekunden. Nein. Oh, okay. Alles klar. Die wollte man euch schon aufpassen. Wo ist denn die andere Lichtschranke? Okay. Wollt ihr? Wo ist die andere Lichtschranke denn? 50 Meter in 12 Sekunden. 2, 3, 4. Da hinten ist die Lichtschranke, Alter. Die Gummi. Du bist viel zu lange. Das ist schon zu langsam. Zwei Sekunden noch. Stopp. Acht? Boah, ich hab gesagt. Acht? War dann acht? Ja, zu langsam. Zu langsam? Acht zu langsam? Viel zu langsam. Ja, da liegt nur am Fahrer, ne? Ja, Düske, ne? Du bist zu schnell losgefahren. Hätten wir stoppen müssen. Das ist hektisch und das war alle drei gleichzeitig gezählt. Ich glaube, die Jungs machen auch noch Ausfahrt. Ja, sowas wird mir auch noch schmecken. Guck mal, die machen auch eine Tour. Mhm. Aber krass, wie hoch das ist, ne? Also man muss ja sagen, das ist schon relativ hoch, ne? Aber ohne M-Fahrer macht es mir nicht klar. Bei der Startnummer 123, meine Damen und Herren, kommt ein Mercedes-Benz durchs Ziel. 190er Modell. Baujahr 91 mit 122 PS. Dieses Fahrzeug fährt auch wieder natürlich, ist ausgestattet mit wunderbaren Felgen, die wirklich auch erwähnenswert sind. Ein bisschen tiefer gelegt. Das macht dem halt auch den Fahrern Spaß, ein bisschen diese Fahrzeuge auch zu veredeln. Und meistbesetzte Klasse bis Platz 7 aus dem Jahr 1990.
ein 3er BMW Coupé. Roland Wiechermann, Stefanie Wiechermann, 12 Strafpunkte. Herzlichen Glückwunsch. Okay, wir können ausmachen. Wollen wir nochmal was zum Teamleistung sagen? Lass rein. Sag mir einfach Steven ist schuld. Der Navigator war eine Katastrophe. Hat hinten nicht beigetragen. Und der Fahrer war zu schlecht. Was sagen wir zu unserer Mercedes-Leistung? Wir fahren nächstes Mal wieder M2. Steigt M2. Wir fahren lieber Rennstrecke. Ich glaube, das müssen wir wirklich tun.